Ja, dann verstecke ich mich in irgendeiner Scheißgasse. Ja. So, das wird halt immer Nee, höher und höher. Dann setze ich mich jetzt einfach in der höher kannst du nicht sein bei JD, ganz ehrlich, mehr als 300. Ja, verstecken kriegst du oder so nix. Die wissen ja, wo du immer bist. Jo, dann hole ich mir gleich irgendeinen Scheißmotor oder. Darf ich kurz unterbrechen? Also, ich bin für heute raus. Ich werde in die Reha geschickt, weil die. Ja, keine Ahnung. Was? Die schicken dich in die Reha wegen der Alkoholvergiftung. Ey, ich hab keine Ahnung. Ja, ja ey, viel Spaß, ne? Die Gymnastik schadet dir auch nicht. Das Ding ist, die Reha soll richtig werden. Wie? Die Cops. Ich hab mich aufgepasst. Ich glaube, ich hab gerade eine Kopfkarre gesehen. Ich habe zwei iPhones, babe. Soll ich aber anmachen? Der wird witzig zumindest. Wie lange musst du Reha? Ey, können wir gleich kurz bei euch vorbeikommen? Ich brauche Essen. Jo. Ich brauche es so, bei Hans. Dankeschön. Haut rein. Nein, Mach auf, du Eselgesicht! Da unten sind Cops. Oh mein Gott, was ist los? Ich seh sie halt nie, Mann. Ich fahr zum Pub. Ah, da, ich hab das Blau nicht gesehen, ich fahr zum Pub, die Idiot! Ey, das tut mir übel leid. Ich wollte Stress nicht mit zum Pub bringen. Wir sind direkt umgedreht, du Orten, ihr könnt euch nicht verstecken. Super. Nee, könnt ihr auch nicht. Wir können ja, gut, nicht. Wir können es nicht verstecken, aber wir können abhauen. Müsst ihr keinen Bock mehr haben. Was auf Kairo gab. Oder willst du mit dem Boot rumdüsen? Düse. Jetski-Line, weißt du? Ja! Ja, da müssen wir jetzt gleich schnell. Was, wir gerade am Pub? Ja, ja. Wir düsen gerade ein bisschen durch die Stadt. Dunkel wird. Der Tag mal hier vorne, Digga. Die werden ja ein bisschen brauchen, bis sie mich wieder geortet haben. Meinst du? Ja, ja, safe. Dann guckst du mal, falls ihr geschnappt werdet, dass ihr vorher die Waffe unterwegs habt, ne? Tank. Motor aus. Ist aus. Pack deine Waffen ins Dingens. Handschuhfach? Die kommen, steigern! Fahr! Fahr, bitte vor! Schönen guten Abend. Sekunde, ja. Bitte ganz kurz, bitte Jungs, bitte, mach keine Miese. Ey, das Radio geht nicht aus, Sekunde. Digga, immer dieses scheiß Radio, ja. Ey, du tankst doch. Achso, warte, ja, ich hör kurz auf zu tanken, Mann. Hast du innen drin getankt, den Wagen? Also. Ich hab den Zapfhahn stecken lassen. Wie bitte? Ich hab den Zapfhahn stecken lassen, der will, dass ich hier kurz raushole, Sekunde. So, Zapfan ist draußen. Dankeschön, Jungs. Gerne. Sehr korrekt von euch. Ich hab. Nein! Ich will dich nie verlieren. Komm schon, lass mich rein zu dir ins Herz. Was bringt es uns, wenn wir Kumpels sind? Ich glaube, ich habe jetzt verstanden, dass du mir einfach nicht gut tust. Doch du wirst sehen, ich bin nicht so wie die anderen. Denn Baby, ich bin so cool. Ich habe schon einen eigenen Computer. Meine Stimmung ist immer hyper-scooter. Bei deinen Eltern frage, kannst du rausgehen? Doch sie sagen, du bist mit einem anderen. Dann draußen. Ich habe zwei iPhones, Baby, ich weiß schon, du wirst dich verlieben. Immer dabei, wenn es dunkel wird. In verschiedenen Zeiten unterwegs, ich will dich nie verlieren. Komm schon, Musik ist wirklich rein zu dir ins Herz und bringt es uns, wenn wir Kumpels sind. Oh. Soll ich mal kurz fragen, ob die Rocker uns einen Camacho leihen, mit dem die da reinbrettern? Ja, ja, aber mach mal Musik, also das verstehe ich doch nicht. Okay, zwei iPhones, Baby. So, du wirst dich verlieben. Einen Bund.
in Zeitzonen. Ey Bobby, du kriegst $5,000 von mir, wenn du mir einen Gefallen tust. Was denn? Hast du Camacho? Was? Nein. Ein Geländewagen? Ja. Digga, willst du mir einen Gefallen tun und einen Kopf hinter mir wegpitten? Alter, kann ich das machen? Der kriegt auch mehr. Für 10. Komm, für 10. Oh, fuck. Ja, kann ich das machen? Okay, hier ist eine 2. Ja, theoretisch kannst du, aber wir haben 2 hinter uns, das bringt nichts mehr. Hier, komm mal her zur Baustelle. Wir sind hier an der Baustelle. Komm, Baustelle. Okay, komm. Weißt du, wir machen hier einfach ein bisschen Faxen mit den Bikes. Ja. Jungs, alle auf die Bikes, ganz schnell. Zur Baustelle, in das Haus halt, glaube ich. Da sind 2 Cops, wenn ihr da ein bisschen... Die Probleme mit den Cops. Ihr kommt jetzt alle mal auf die Bikes und wir fahren hier ein bisschen wilde Sau. Ja, aber geil, da vorne fahrt's. Ja, geil. Aber ey, pass auf. Junge, da wurde geschootet. Ja, ey, hey. Da wird geschootet. Da liegt einer tot, ne? Da wird geschossen bei euch oder so, kann das sein? Einfach gar nicht. Nein, um Gottes Willen. Die müssen Dispatches senden, ganz viele. Könnt ihr Dispatch schicken? Ja, was? Einfach ein Dispatch schicken, wir hoffen, dass sie da... Also, was ist wichtiger, ich oder ein Dispatch, wo ein Notfall ist, weißt du, wie ich meine? Ja, du bist safe. Ich stehe immer noch mitten auf der Gasse. Sorry. Mal gucken, AC, halt die auf, bitte! Ich hab ein Dispatch geschickt. Oh, der AC hat reingeschissen, cool. Mann. Sei doch einmal korrekt, Bro. Mach doch einen coolen, Easy. Mach doch einen coolen, Easy, Digga. Wow, Alter, jetzt hätten wir euch was mitgenommen. Mit 2 iPhones, Baby, ich weiß, du bist nicht. Digga, du bist sowas von mehr Strafe. Digga, was wollen die denn von meinen Eiern, Bruder? Die wollen dich richtig. Ich bin wunderschön, ich weiß, aber so schön auch nicht. Oh, boah! Boah! Wir haben die nur leicht berührt. Alles cool, wir haben die getötet, Alter. Der war voll nicht gewollt, der war auf Fett, aber ich gerade auch. Was mit ihm? Der wollte uns haben, Digga. Ich schwöre, das war nicht gewollt, ja. Aber lustig war's trotzdem. Meinen Bund, ich hab dich immer dabei, wenn es dunkel wird. Oder desto öfter ich es die Türe, desto lustiger finde ich's. Ins Herz, wenn es Kumpels sind. Digga, aber wie er geflogen ist. Der hat sich an der Wand nochmal gedreht. Aber wenn Bobby jetzt uns den zweiten vom Streifen, haben wir Zeit. Ey, dann sind wir safe, Digga. Ja? Erstmal. Dann müssen die erstmal neue Autos holen, die Eselgesichter. Hey, Safeguard. So, hey, du wirst dich. Die dürfen mich nicht holen. Ich hab Joghurt im Rucksack. In der Zeitzone. Ich will dich nicht verlieren. Bleiben, es hat keinen Sinn, wir sind doch schon verunfallt. Wir wagen bis zum Arsch, dann gehen wir nicht stehen. Wenn wir Kumpels sind. Ich glaube, ich habe jetzt verstanden, dass du mir einfach nicht gut bist. Digga, die wollen schießen, jo! Hey, Dick schießen! Ist unfair! Die wird nicht geschossen! Sonst schießen wir zurück! Warte, warte mal! Machen wir nicht! Ich hab keine Waffen! Nice try, aber! Ohne schießen! Hallo! Ohne schießen! Haben die geschossen? Hast du geschossen? Nein, haben die nicht, okay! Ich dachte, die haben! Digga! Meinen! Keine bitte, Bobby! Bitte zeig, dass auf die Live wenn der Rocker Verlass ist! Bitte! Wir Kumpels sind. Oh, die Brigade macht gerade wieder Baumwolle. Ich hab 2 iPhones, ja! Ich hab 2 iPhones, ihr dürft das nicht! Ihr dürft das nicht! Ich schwöre! Ja, denkt, das hat keine Chance, aber wir haben was geplant! Es muss nur jetzt funktionieren! Nicht schießen, Jungs, bitte, wir sind Freunde. Ich hab 2 iPhones. Wir haben 2 iPhones, bitte nicht schießen, ja. Ich habe 2 iPhones, Baby, ich weiß schon, du
Bisschen viben. Bleiben Sie stehen, das hat keinen Sinn. Nein, Bunny Vibe, Bro, Bunny Vibe. Bitte! Wir haben reingeschissen. Ja. Hey, wir fahren, wir drehen um. Was ist denn? Oh mein Gott. Blätter. Bitte, ja, Bobby. Ich hatte Kopfschmerzen. Okay, okay, ja, wir kommen gleich nochmal vorbei. Bitte, einer deiner Jungs oder du, bitte, bitte dich. Die wollen auf uns schießen. Können die aus dem Auto eh nicht. Ja, ist egal. Die werden uns nicht pitten, so wie der andere schon versucht hat, wenn wir die Baller. Ich hab extra meine Waffe weggelegt, oder? Ich hab keinen Bock auf Schießen jetzt. Wir sind jetzt gleich wieder da. 10 Meter. Ja, ich bin gerade überlegen, steig mal hier aus oder so. Ja. Fahr nochmal einmal vorbei und dann nochmal vorbei. Mach. Komm bitte, bitte. Ah. Und nochmal sagst du? Ja, und dann steig einfach hier aus oder so. Kannst du nicht irgendwie aussteigen? Nein, kann ich nicht. Weil dann könnten wir mit dem Bike wegballern, weißt du? Boah, ey, Haze. Sag mir mal, ob das geht, wenn ich bei denen auf dem Bike steige. Ja, aber nee. Den, sonst müssen wir sie zum Anhalten zwingen. Nein, das habt ihr doch schon mal versucht. Macht nicht, bitte. Wir sind in zwei Zeitzonen, ihr könnt uns gar nicht kriegen. Nein, Alter, die meinen Ernst. Boah, ey, fahr. Ja. Ja, wir sind bestimmt schon seit einer Stunde unterwegs. Ich darf mich nicht mehr so freuen. Pass auf. Ich fahr einfach weiter geradeaus. Scheiße, auf. Die Esel! Nein, okay. Ah, AFK. Oh, der ist in die Mauer gefahren, der Esel. Oh mein Gott. Wir können die weg. Wir kriegen die weg. Wobei, nee, du hast gehofft, das bringt nichts! Ich mach meine Fußfessel! Was mach ich? Die packt ab, wirklich! Hä? Die packt ab, die Fußfessel! Die was? Die Fußfessel packt ab! Ja, das stimmt! Ist unfair! Vor allem, wir haben nur eine halbe Stunde Zeit, denn es ist 1 Uhr, da wolltest du pennen gehen! Zwei bis drei. Okay, gut. Ich bin nicht so wie die anderen, denn Baby, ich bin so cool. Ich habe schon einen eigenen Computer. Ja, das schöne Pop, weißt du. Kannst du rausgehen? Doch sie sagen, du bist mit einem Mann. Und dann draußen, der zwei iPhones. Was läuft, geliebte Gemeinde? Alles fit, boy. Was läuft, na? Ey, wir müssen gleich weiter. Ja. Nein. Viel Erfolg euch auf jeden Fall. Ja, rein. Und Pilz sind. Ey, wir haben euch abgehangen, ja? Ey, komm, mach dich so, ihr wart schon einmal weg. Fußfessel ist unfair. Das ist kein Fairplay, Freunde. Aua. Dem bleiben. Beim nächsten Mal muss ich anhalten, sorry, aber geht da nicht mehr. Ja, alles gut. Woo! Hey, darum geht's doch mein Haft. Ich will nicht, dass du da spielst. Ja, ich auch nicht. Vor allem, weil ich mir dann erst eine Woche Urlaub von dem Kindergarten nehme. Der Cover ist im Arsch, hat keinen Sinn. Ja, stimmt. Aber nicht so lange. Du musst auf jeden Fall das Auto. Ich hab mal das Auto abgeschlossen, dass wenn wir anhalten, dass sie nicht direkt reingucken, weißt du, dann werden es das mal empowern und so. Dann muss ich wieder das lernen. Oh mein Gott. Line Games. Safeguard. Wer zwei iPhones, Baby, ich weiß, du wirst dich verlieben. Wenn es dunkel wird, in der Zeitzone. Ich will dich nie verlieren. Komm schon, lass mich rein zu dir.
Ich muss gleich was essen und trinken. Warte, ich geb dir schon mal. Ich bin nicht so wie die anderen, denn Baby, ich bin so cool. Oh, cool. Ich habe schon einen eigenen Computer. Meine Stimmung ist immer hyper, hyper wie Scooter. Ich klingel bei deinen Eltern, frage, kannst du rausgehen? Doch sie sagen, du bist mit einem anderen draußen. Ich habe... Digga, die verfolgen uns schon über eine Stunde. Digga, geht doch ein Bündel, Mann. Meine Waffe noch? Hä? Nein, die liegt im Kofferraum. Weil der Wand schon von mir zwei Blitze hat. Ja, wenn wir ein bisschen Abstand aufbauen, dann könnten wir machen. Ja, nee, das wird nichts, Digga. Ja, wenn die Rocker mal zuverlässig werden. Ja, die sollen mal was machen, Digga, weil wenn das so unfair ist, so, what the fuck? Ja, die haben gesagt, dann hängen die zu sehr mit drin, aber wenn die mir ein Bike dahin stellen, nicht, oder was? Ja, genau, das ist das Gleiche. Wir könnten die wegschießen. Aber ich wusste, wir fahren auf gegengesetzt Highway und dann schießen wir, okay? Boah, mach mal Musik aus dafür, ja? Also, ja. Was ist der Plan? Pass auf, wir fahren auf den Highway entgegengesetzt, die fahren nicht mit, wahrscheinlich. Also, ich hoffe mal, wenn die mitfahren, dann ist ihr gefickt. Okay, ich war mit. Ja. Hast du erlebt? Das Ding ist, wenn die nicht mitgefahren wären, dann wären wir einfach stehen geblieben, ausgestiegen, Waffe gezogen und so weiter. Dann ping ping, weißt du? Ja. Die kommen mal näher jetzt. Ja, die wollen. Nee, das hat sowieso keinen Sinn. Wir haben richtig Bock. Ja, müsst ihr nicht mal tanken? Wir haben Wette verfolgt, ja zweimal getankt. Weiß ich nicht, vielleicht gleich irgendwann. Oh, die haben die aber auch gut genommen. Ja, ich hoffe besser. Das stimmt. Nee! Komm, Bro, mach mal nicht so! Du weißt nicht mal, was die von mir wollen! Ihr wisst doch nicht mal, was ihr von mir wollt! Oh, nee. Geht doch mal weg! Aua, okay, ja, okay. So, Jungs, jetzt hab ich euch. Oh, ey, ey, die Karre brennt! Alter, 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 Alter! Alter, Alter! Hey! Digga! Komm, die Karre hat einfach gebrannt, Mann! Digga, der brennt! Ey, Alter! Der Brett des Todes, Alter, Hilfe! Bleib stehen oder ich muss dich tasern, das willst du nicht! Und doch, ich will! Nein, ist er nicht! Ja, ich bin nice. Komm her hier! Muss los, tschüss! Nein! Komm, als ob ihr Handbremse angemacht habt, das ist unfair. Hello. Ja, ist okay, ihr habt Handbremse drin, Mann, das ist unfair. So. 77 Crown. Digga, du bist ja kein Bastard. Heißt Crown, kriegst du Crown, ne? Digga, deine Kollegen sagen nie ihren scheiß Namen, die sagen immer nur Nummer. Normal, das ist nicht so schlimm. Dann kommen sie mal hier mit hin. Ja, als ob ich irgendwo einen Hexenmeister beauftrage, der dich auf deinen Namen verflucht. Ja, Kollege, mach mal einen Meter. Danke. So. Machen wir einmal den hier. 300. So, müsste gehen, oder? Ja, jo. Perfekt. So. Boah, krieg ich keine coolen Knastklamotten oder so? Bitte? Nee, tatsächlich nicht. Boah, scheiße. Hätte ich das gewusst, hätte ich ein Outfit mitgenommen. Ruf mal Dave, an. Moin, ich glaube, kann nur ein Schreibfehler sein. Ja, also es wird auf jeden Fall, also ich glaube nicht, dass es ein Schreibfehler ist. Ist Joshua Davidson noch wach, wisst ihr das? Ja, ich glaube, der existiert nicht mehr. Geht nicht ans Telefon. Soll ich mal die Leitstelle anrufen, dass der mal rangeht? Ist ja die Leitstelle. Nein, sag nicht, ich habe eben gerade mit ihm telefoniert. Hä? Also ich sag so viel, ich bin Joshua Jackson. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Das ist peinlich. Das ist jetzt nicht passiert. Nein. Also gehen wir jetzt wieder, oder was? Nein, warte mal. Moment. Ich rufe ihn an, er geht dran. So, jetzt geht. Hallo?
Guck mal deinen Strafbescheid an. Wie heißt der? Das gibt's nicht. Wieso sagst du nicht vorher, was du sitzt? Du bist schon bestimmt eine halbe Stunde drin oder so. Ja. Genau eine halbe. Ja, ich hab mir den nicht angeschaut. Ich hab mir gedacht, das wird schon alles rechts sein. Weißt du, wie ich meine? Sagst du so, wie es ist? Also, ich hätte ihn ja in den abgeführt. Du siehst genau so aus. Ich hätte schwören können, dass du das bist. Nein. So, doch nichts peinlich, alles gut. Nein, hat er dir gesagt? Namen geändert. Ja, Mist. Schade. Ich habe den Namen geändert, Herr Jackson. Ja, aber das ist war tatsächlich, als der Strafbescheid ausgestellt wurde, da hießen sie noch Davidson. Ja, aber der Strafbescheid hier ist für 360 Hafteinheiten und Joshua Davidson. Das bin ich ja nicht. Ja, und so hieß es ja auch damals, aber sie haben meinen Namen geändert. Ja, aber das ist ja ein Fehler der Justiz. Wurde mir eben gesagt. Komplett verarschen, du kriegst halt so einen Knüppel. Weißt du, warum ich das so lustig fand, Bro? Ey, tut mir leid, ich wollte mir kleinen Spaß erlauben. Ich hab mich schon wieder als Rekrut gesehen. Wäre ja nicht euer Fehler gewesen, wäre der Fehler der Justiz gewesen. Ja, schade. Hätte ihr erklären können, ich dachte, ich komme wieder raus. Also warst du doch gut mit mir in den Zellen. Ja, so natürlich. Dir keinen du raus, hast doch vorhin sogar gesagt, dass du korrekt zu mir warst, Oma der Zelle. Ich hab dir zugestimmt, hä? Ja. Das ist schwierig. Haben wir mal gedacht, aber nicht schlecht. Der war wirklich nicht schlecht. Wir müssen los, wir müssen... Nix, alles gut.